Ja, er hatte so seine Eigenarten, das ist nicht abzustreiten. Ja, na gut. Also redet auf alle Fälle gerne mit der Kapitänin oder mit dem Kapitän, das weiß ich jetzt ja nicht, und ich komme gerne mit. Ja, dann machen wir das doch. Okay, dann bis Ja, aber, später. Boltax, ich bin so doof. Lass mich noch mal eben gucken, vielleicht kann ich den anderen Zack auch noch auftreiben. Ich Ja. würd mich einmal eben umschauen, ob ich auch den Anführer von den schwarzen Köchen vom Dobirach irgendwo auftreiben kann. Ja, Orthanc, der lehnt da, weil du gerade irgendwie mit seinen verschränkten Armen am Chortempel guckt, so feixend zu euch rüber und unterhält sich ja wohl anderen von seinem Söldnertrupp. Ja, ich würde da breitbeinig drauf zu marschieren. Guter Mann. Wir Ja, kennen Raphim. uns. Ja, kommt mal mit, ihr müsst die Kapitänin kennenlernen. Wir dienen jetzt unter einer Kapitänin. Ist das ein Problem für jemanden? Interessiert mich nicht. Hauptsache, es gibt Das gutes so. Gold. Ja, ihr seid mir alle so sympathisch. Alles klar, wir kommen mit. Alle? Sollen wir irgendwelche Naja, Scheißprüfungen im warum? Hafen machen oder so? Ja, seid einfach mal ehrlich, habt ihr was Besseres zu tun? Eigentlich nicht, oder? Wollen wir saufen? Ja, also nein. Also Wunderbar. nein, wir kommen mit. Männer, sammeln! Und Ja, so. Boltax, wenn ich gleich mit 150 Mann da auftauche, glaubst du, Zulamin ist begeistert bestimmt, ne? Auf jeden Fall. Sie hat dir doch die Aufgabe gegeben und die hast du, denke ich, zu ihrer vollsten Zufriedenheit erfüllt. Ja, eine sehr gute Entscheidung. Finde ich auch. Und so könnt ihr aufbrechen. Serpentilio, erster Magier zur linken Hand. Noch nicht. Noch nicht. Serpentilium macht dann seine letzten Vorbereitungen fertig, indem er sein Paket zusammenschnürt und macht sich auf den Weg in die Stadt, jetzt auf einen etwas längeren Trip. Erster Stopp ist der Markt, wo er sich vermutlich unter Aufwand von viel zu viel Backschisch einen. Gib mir mal eine Gassenbissenprobe. Das ist eine gute Idee. Machen wir das erstmal und dann sehen wir weiter. Gassenbissen 7, komm schon. Da sind 6 über. Oh ja, du bist Thulamida, ne? Ich bin Südaventurier. Das ist eine Mm, Verwandte, das aber ist eine nicht die gleiche Verwandte. Ja, okay, Kulturkenntnis. alles klar, gut. Du findest den Markt. Das will ich auch gehofft haben. Einfach immer dem Lärm Ja, nach. findest du auch alle Wo er Fälle. sich, Also wie der. gesagt, unter Zunahme von vermutlich ortsüblich zu viel Backschisch einen reputablen Feinschmied weisen lässt, bei dem er entweder einen Auftrag gibt oder, wenn er Glück hat, etwas bekommt, eine Brosche in Form einer Rose. Das ist ein rarer gefälliges Motiv und daher vermutlich bekommen, ohne es eine Spezialanfertigung zu machen. Okay, also keine Spezialanfertigung, sondern irgendwas Fertiges von der Stange in Anführungsstrichen. Ich weiß ja nicht, wie lange wir hier sind. Ja, also gut. Also Aber er nennt sich in der schon, dass das Stunde Prächtigste geben und findest du eine gute Brosche, die für deine Ideale passt, ja. ja, also er lässt sich schon irgendwie das Prächtigste geben und auch durchaus ein bisschen den Preis aufschwatzen, wenn der Händler der Meinung ist, das ist ganz Ah, besonders Fendi, ich toll. habe viele Kinder. Drei, vier Kinder. Nee, eher wenn er halt seine Hand, wenn er seine Kunstfertigkeit anpreist. Jedenfalls, ich aus dem Forum ausgerechnet, Serpentito kommt dann mit der Silberbrosche zurück. Er war ja schon Chemiebedarf kaufen. Immer dreht er nochmal eine Runde, um zum Teil frischere Zutaten zu kriegen. Und quetscht mal die ihm bekannten Händler schon aus, ob sie Peil von rotem Drachenschlund haben. Also, ob sie wissen, wo der wächst, ob sie ihm welchen, also frischen, besorgen können. Also man kann das dir besorgen zu okayen Preisen, wenn die Qualität stimmen soll, roter Salamander. Die kriegen alles, die haben alles. Da will ich nicht hin. Du weißt, Also wer da verlasse ich ist. mich auf einen der Kräutersammler. Okay, dann gib mir mal eine falschen, ja, falschen Probe. Okay, überreden falschen. Das ist gelungen. Ja, du lässt dir auch dieses Mal keinen Scheiß aufschwatzen, sondern es ist tatsächlich dann echtes rotes Drachen. Was ist das? Roter Drachenschlund, Roter Drachenschlund, das ist ja. eine Blätterpflanze, deren Blüten wir brauchen. Genau. Also da kriegst du dann noch was echtes. Ist wohl vor 2 Tagen in Fasar gepflückt worden, irgendwo direkt am Gardang. Und du riechst mal kurz dran, streichst ein bisschen drüber, schmeckst an deinen Fingern. Das ist roter Drachenschlund, ja. Ich kenne das Zeug ja leider nicht. Also, sorry, Die versichere ich mir Zeichnung aus dem größtenteils. Buch mit Ja, ich Kanesetianer-Stimme versichere mich ja überein. größtenteils, dass der Frische der Pflanze, der das Buch sagt, pocht mehrmals darauf, dass sie wirklich frisch sein muss. Ja, vor 2 Tagen am Gardang in Gut. Fasar. Und ich zahle dafür, sage ich denke mal, den Listenpreis trage ich hinterher ein. Ja, richtig, genau. Also natürlich ein bisschen gehandelt und ein bisschen Tee getrunken und dann kriegst du das echte rote Drachenschlund. Ja, und dann halt noch hier Kleinigkeiten, die jetzt nicht weiter aufgedröselt werden für Diamantes Geschicklichkeitstränke. Und Gut. dann führt mich, mittlerweile bin ich vermutlich schon 3 Stunden unterwegs, der Rest des Tages in die Magierakademie.
Okay. Wo ich vermutlich dann Abelmir noch beim Abschreiben treffe. Ja, Abelmir ist höchstwahrscheinlich gerade mit frisch gedruckten Visitenkarten, kommt er aus dem Ordenshaus der Grauen Schäbe, der Adamantenpresse, und will wohl gerade über die Brücke zurück, da läufst du ihm dann entgegen. Ah, ich hab ihn. Margus, da seid ihr ja. Ja, ich habe mich schon angekündigt bei Spektralität Okarim. Oh, den allerbesten Dank. Dann gibt es für mich ja nicht mehr viel zu tun. Wenn ihr euch dieses Buches befassen möchtet, ich bin mir sicher, ihr könnt mich dann zu späterer Stunde bekommen. Sagt, eine kleine Frage von einer Kollegin zum anderen. Ihr habt noch nie Kontakt mit Lycanthropy gehabt? Ich muss gerade selber überlegen, ich glaube nicht, oder nein? Also, du hast gegen Werwölfe, genau, auf dem Schwarzen Wall, aber ihr wurdet nicht gebissen. Nur peripher. Wir sind einigen Werwölfen in Warung begegnet, meines Wissens nach. Aber man sollte sich von ihnen fernhalten, glaube ich. Nun, soweit war ich auch. Nun, vielen Dank für eure Erkenntnisse. Ja. Dann neige ich mich noch so halb aus Gewohnheit und mache mich auf den Weg in die Akademie. Denn da werden mir vermutlich keine größeren Hindernisse mehr entgegenschlagen. Nee, also du hast das gleiche Prozedere mit den doofen Rittern vom immerwährenden Kampf. Das gleiche Ding mit dem Luftgenie, der dich erstmal ankündigt oder fragt, und dann kannst du eintreten. Wo möchtest du hin? In die Bibliothek, um einige Bücher einzusehen und einige Thesen zu erwerben. Eine, um genau zu sein. Eine, ja. Die Duplikatus-These, korrekt? Die des Duplikatus, genau. Ja. Das ist ein sehr weit verbreiteter Zauber. Vermutlich ist das ein von einem Novizen hingeschmiertes Blatt, die jede Woche dreimal zur Übung schreiben dürfen. Ja, wahrscheinlich. Effendi, ich habe noch keine Kinder, aber ich habe große Ziele und Pläne, und ich würde ganz gerne 100 Dukaten dafür bekommen. Es ist meine erste Abschrift. Ich bin sehr stolz darauf. Ich würde sie am liebsten gar nicht verkaufen. Ja, aber du siehst doch einmal diesen Tintenklecks hier. Ja, aber das ist doch an der Matrix egal, oder nicht? Aber wenn ich die freien Fläche eurer Thesis schon eine solche Unordnung entnehmen kann, wie kann ich mich darauf verlassen, dass die Matrix vernünftig niedergelegt ist? Ich möchte ihn anfeilschen. Okay. Und halt auf seine Schriftart und auf die verwendete Tinte und das Papier hinterher einhacken. Er freut sich, dass du feilscht. Und das Papier hinterher einhacken und ihn irgendwie ein bisschen runterdrücken. Muss ich das vorher ansagen? Jetzt habe ich schon überfüllt. Ja, dann Originalpreis von ihm angesetzt waren 100. Du hattest 76 berechnet. Ich gehe 50% runter, 50 Dukaten für Duplikatus anstatt den originalen 76. Okay. Also laut Buch 76, 100 hatte er angesetzt, du bekommst sie für 50. Also es wird wirklich von seiner Schriftart bis zur verwendeten Tinte bis zur Geradlinigkeit des Schnittes des Papiers alles irgendwie runtergemessen. Ja, es ist halt auch, hier ist gibt auch, er 5 Dukaten runter und da gibt er 5 Dukaten runter und das summiert sich dann. Aber du weißt eben auch, das ist halt keine Thesis von Kadir Okarim. Ne? Es ist halt nur eine 12er-Thesis, keine 18er-Thesis. Es ist ja auch nur eine Arbeit für Diamantis und nicht für mich. Mhm, okay. Kannst du ihm dann in Rechnung stellen. Ansonsten würde ich hier herumstreunen und ein paar Gesellenbücher über Artefaktenmagie einsehen. Ich würde gerne die Sonderfertigkeiten Stapeleffekt und vielfache Ladung erwerben. Ja, so die kommen mit Verbreitung 3 oder 4 daher. Ja, habe ich kein Problem mit. Kannst du haben. Okay. Ist in Kunichum drin. Gut, und ich denke, damit bin ich nicht nur heute gut ausgelastet. Okay. Dann kannst du irgendwann wieder zurückgehen. Schauen wir mal, ob Zulamin noch etwas vorhat. Ja, Zulamin möchte gerne beim Mondsilberkontor vorbeischauen. Ja. Das muss ich aber nicht großartig ausspielen. Es geht eigentlich nur darum, dass ich in Zukunft auch Wechsel ausstelle und ein bisschen Bargeld habe. Aber ich möchte davon ausgehen, dass ich dort Arania antreffe, am Schluss des Besuches noch mich erkundigen. Eine Sache. Ist euch eine Damila Sonia Jamila bekannt? Eine Bogenschützin? Vizira, da müsste ich fragen. In welchem Gewerbe ist sie denn tätig? Sie führt eine Einheit Bogenschützen an. Die Sonne von Zorkan nennen sie sich. Ich würde mich dafür interessieren, wieso ihr Ruf ist. Nun, die Sonne von Zorgan sagt mir was, aber die Anführerin selbst nicht. Das war ein Regiment, das wohl Akos Schaff vor einiger Zeit ausgerufen hat.
Das war, glaube ich, im ersten Oron-Krieg. Verstehe. Also, sie haben auf aranischer Seite gegen Oron gekämpft. Korrekt. Allerdings weiß ich nichts zu eventuellen Anführern. Da wir Händler sind, kann ich nachfragen und da werde ich wahrscheinlich Informationen bekommen, aber das würde sicherlich einen Tag dauern. Aber die Sonne sagt mir auf alle Fälle etwas. Nun, dann gib mir gerne Bescheid. Selbstverständlich. Gut, und dann verabschiedet sich Zulamin höflich und ja, wenn die Gassenwissenprobe mitspielt, könnte sie durchaus in dem gleichen, bei dem gleichen Schneider enden, wo früher am Tag auch schon Abel mir war. Ja, je nachdem, wie viel Geld du ausgeben möchtest, aber du bist ja auch, wie nannte sich der Nachteil? Verschwendungssüchtig. Verschwendungssüchtig, ja. Dann kannst du auch dort dich immer weiter und weiter den grünen Manadi nach oben tasten, bis du dann auf der anderen Brückenseite wieder auftauchst. Und du siehst da wohl, wie Serpentilio gerade in der Dracheneierakademie verschwindet und Abelmir ihm wohl noch irgendwie zunickt, irgendwas zuruft, dann hast du ihn nicht verstanden, weil du auf deiner Seite der Brücke stehst. Aber wenn du dann über den grünen Manadi rübergehst, kannst du sehen, wie er dort mit einem breiten Lächeln, irgendwie Visitenkarten in seiner Hand, auf dich zukommt. Scheint dich erst gar nicht zu erkennen. Und dann, ja, gerade kurz bevor ihr zusammenstoßt. Ah, Capitana, was treibt euch in diesen Teil dieser alten Stadt? Oh, ich habe die Hoffnung, hier einen guten Schneider zu finden. Ah, ich kann euch einen sehr guten Schneider zeigen. Wenn, wollt ihr? Aber ja, sehr gerne. Oh, ich sehe, ihr habt neue Visitenkarten. Ja, natürlich. Wir sind in Kuslik angekündigt. Ach, das erzähle ich euch später einmal. Was? In Kuslik? Ja, ist das nicht auf der anderen Seite des Kontinents? Ja, eine lange Geschichte. Heute Abend vielleicht. Kommt einfach. Ich nehme sie bei der Hand oder beim Arm halt oder lass sie bei mir einhaken. Ah, Fendi, ihr seid wieder hier. Leider sind wir noch nicht fertig geworden. Nein, ich habe neue Kunden gebracht. Und so eine hübsche. Kommt rein. Sehr erfreut. Ihr kommt alleine zurück. Ich habe dort draußen noch etwas gesehen am Marktstand. Wenn ihr mich entschuldigen würdet, ich komme gleich wieder. Oh, aber ja, ich komme klar. Vielen Dank für euren Tipp, Abelmir. Schaut doch bei meinem Cousin vorbei. Er hat noch Ringe und Amulette und Schmuckstück. Gern. Vielleicht eine Tiara für euch. Für mich? Nein. Oder ein Fez. Nein. Ich finde schon. Danke. Ladenflucht hat sie verlassen. Verzeiht, großartige. Ihr seid hübsch wie die Sonne. Kommt rein. Nun, hab Dank. Ich suche zunächst einmal nichts für mich, wobei ich mich danach setzt denke. Setzt euch erst einmal. Wir trinken aber, erst einmal aber, einen ja. Tee. Aber gewiss. Und ich sehe, ihr habt auch ein Kamelspiel. Oh, rote und weiße Kamel, ihr seid sehr interessiert. Nun, dann können wir gerne. Nun, wir gehen in Startaufstellung. Wir haben ja keine Eile, nicht wahr? Wir haben keine Eile, nein, selbstverständlich nicht. Wasserpfeife? Kaktus oder Feige? Feige, sehr gute Wahl. Er klatscht wieder in die Hände, eine große Wasserpfeife wird angetragen, verschiedene Raucherwerke, die dir auch angeboten werden, natürlich alles legal, Tee, der selbstverständlich wieder sehr süß ist, Kekse und bevor es um irgendetwas geht, wie Tuche und generell irgendwie Maße von dir, ihr spielt erstmal rote und weiße Kamele. Ja, also Zulamin genießt auch ein wenig die thulamidische Kultur, denn es ist schon wieder eine ganze Weile her und das ist die einzig wahre Art, Besorgungen zu tätigen. Ja, du bist froh, im Fasar würde jetzt man vielleicht alle halbe Stunde irgendwelche herunterstürzenden Leute hören, die dann von irgendwelchen Brücken heruntergetreten worden sind. Hier ist das zum Glück nicht so und da kannst du vielleicht den einen oder anderen Elefanten mal Trompeten hören, wenn er dann am grünen Manadi sich badet und irgendwie Wasser umherspritzt und vielleicht den einen oder anderen Eleven, der mal neugierig reinguckt, aber generell ist es hier ein sehr unaufgeregtes Flair, auch so ein bisschen dieses Gequatsche von zwei Zageweitinnen, die da gerade umherlaufen und wieder neue Klamotten brauchen, weil die alten schon seit 7 Tagen getragen worden sind und das ist Zeit für Neuerung. Es ist einfach herrlich. Jetzt so hier so ein paar Schildkröten, die auch hier in diesem Laden herumlaufen. Du weißt nicht genau warum, die gehören wohl nicht dazu, aber
es kümmert sich keiner darum, dass jetzt hier Schildkröten rumlaufen. Ja, also da stellt sich die Entspannung quasi von selbst ein, wenn man die da so langsam über den Teppich wandern sieht. Ja, im Verlaufe deines Brett- und Kartenspiels, du darfst gerne einmal würfeln, kannst du auch, er klatscht mehrere Male in die Hände und holt dann wohl Cousins, Cousinen, Onkel, Tanten herbei und du bist der Meinung, puh, also hier kannst du nicht nur Kleidung erwerben, du kannst hier alles erwerben. Von Henna-Tätowierungen, von generell Tätowierungen, die permanent bleiben, irgendwelche Holzspielzeuge, du kannst hier Katzen erwerben oder auch generell irgendwelche anderen Dinge, wie Tiere, die werden dann nicht hierher gebracht, aber man bietet hier im Verlaufe des Spiels alles an. Einer versucht sogar mit Kartoffeln. Nein, die Nahrungsmitteleinkäufe habe ich bereits delegiert, danke. Oh, aber dieses Kätzchen ist wirklich herzallerliebst. Wir haben einige auf unserem Schiff, müsst ihr wissen. Katzen. Schiffskatzen sind immer gut. Ja, man kann nie genug davon haben, nicht wahr? Sie bringen Glück. Dieses Exemplar heißt Nona. Nona? Oh ja, ich glaube, wir könnten wirklich noch eine Schiffskatze gebrauchen. Und Zulamin streichelt die Katze. Sie ist besonders flauschig. Ja, wirklich. Nun, aber dann lasst uns über Kleidung reden, nicht wahr? Denn deswegen bin ich schließlich ursprünglich hierher gekommen. Sehr gut, sehr gut. Alles klar. Dann würfel doch mal bitte auf Selbstbeherrschung, erschwert um deine doppelten Nachteil, weil er hat es gerade im Verlauf der letzten Zeit hat das richtig aus dir rausgekitzelt. Verschwendungssucht mal 2. Okay, das müsste eine plus 10 sein. Darf ich noch Sorge daran anmelden, dass mir jemand mit Verschwendungssucht zum Kapitän gemacht hat oder ist jetzt zu spät? Ja, das wirst du dann am Ende des Abends. Kannst du dann dein Veto einlegen. Keine gute Probe. Oh. Was ist da drin? 15, na gut, alles klar. Also du kannst dich zusammenreißen, aber es kitzelt dir in den Fingern, ne? Du bist jetzt Kapitaner. Und man muss das sowieso alles umgestalten. Und Abelmir hat ja auch gelebt, ne? Also der Wein, den hat er bestimmt nicht selbst bezahlt, den er da in seiner Kajüte hatte. ich glaube, Zulamin zieht noch die Grenze, aber die Sachen, die sie vorher schon auf der Liste hatte, das ist auch nicht so ganz wenig. Ja, vor allem, also Abelmir hat 5 neue Kleidung bestellt und wohl auch so einen Turban oder sowas, den er in Auftrag gegeben hat, um schicklich auszusehen, auch extra jetzt für Kuslik hat er wohl schon eingekauft, der alte Fuchs. Also wenn du das jetzt auch hörst, die reden hier. Also zumindest erzählt er, dass er jetzt einen Turban erworben hat. Ob das jetzt stimmt, ist jetzt eine andere Sache, aber er war kurz vor dir hier und die erzählen dir jetzt, was sie hier alles eingekauft hat. Die ganzen Maße, die du jetzt hier mitbekommst, das ist schon, der schmeißt schon das Geld genauso raus. Dann kannst du das ja auch machen. Ihr stellt auch Hüte her, nicht wahr? Ich meine, ich bin neuerdings Kapitänin. Ich sollte einen angemessenen Hut haben, findet ihr nicht? Oh, das habe ich gehört von Margus Abelmir. Er sagte, dass in Kuslik der größte Hut wichtig ist. Je größer der Hut, desto einflussreicher ist die Person. Und er muss so dreieckig sein, nicht wahr? Und mit Straußenfedern. Ja. Große Straußenfedern oder generell Hauptsache Federn und möglichst bunt und so groß wie möglich. Die Krempe muss... Er holt mal eine Zeichnung raus und zeigt dir dann eine Hutzeichnung von dem, was Abelmir wohl in Auftrag gegeben hat. Der Hut ist riesig. Abelmir hat einen riesigen Hut in Auftrag gegeben? Einen gewaltigen Hut. Nein, ich denke, so groß wäre doch etwas überdimensioniert, aber ich will nicht irgend so etwas Gewöhnliches. Es sollte schon, vielleicht mit einem Rosenbrokatbezug, nicht so ein speckiges, wie es die gewöhnlichen Seeleute tragen. Eine gute Wahl. Wir haben auch Verbindung zum Tempel der Freuden, beim Raya-Tempel. Da bekommen wir gute Rosen aus dem Garten. Aber ja. War ich eigentlich hier? Ach ja, eine Robe. Ein Festtagsgewand für einen Schwarzmagier. Redet weiter, ja.
er ist etwa so viel größer als ich. Zulamin zeigt das mal mit der Hand. Und natürlich blüht und der Verständigung, wie es für ein Konventsgewand üblich ist, in Mondsilber. In Mondsilber, eine gute Wahl. Und natürlich auch eine mondsilberne Mantelschließe. Und ich glaube, er mag Stehkragen. Der Stehkragen ist wichtig. Stehkragen, eine gute Wahl. Sehr horasisch. Dann, ich würde... Man kann die auch runterklappen, aber ich habe gehört, die richtigen Profis klappen den Kragen nach oben. Nein, nicht horasisch. Es soll schon thulamidisch sein. Wisst ihr, ein wenig wie ein Kaftan. Nun, Magus Abel mir sprach von einem Graf, der den Kragen wohl immer nach oben trägt. Ich glaube, er nannte ihn Graf Zahl. Nie gehört, aber nun, wenn Abel mir das sagt. Nun, mit dem Konventsgewand wird es nicht getan sein. Ich glaube, er wird einen ganzen Satz Kleider benötigen. Ein leichtes Gewand. Habt ihr einige da? Smaragdgrün. Smaragd. Wundervoll. Pereine grün oder Zargrün? Hesindegrün, würde ich sagen. Hesindegrün. Selbstverständlich, Hesindegrün ist eine gute Wahl. Und nun ja, versteht, der Codex Albyricus interessiert nur insofern er auch tatsächlich Wirkung beim Zaubern hat. Alles andere ist Mode. Mode ist wichtig. Ein passender Turban in Grün und Blau, denke ich. Natürlich auch hier die üblichen Glyphen, der passende Gürtel. Ihr versteht. Und so kannst du die nächsten 2 Stunden rote und weiße Kamele spielen und das Geld zum Fenster rausschmeißen. Yeah. Okay, aber mir. Ich würde gerne noch mal auf den Markt vorbeischauen, bei einem Stand, an dem sie Güter verkaufen. Und ich würde mir einen schwarzen, breitkrempigen Hut kaufen mit einer weißen Straußenfeder. So ein Kutscherhut oder was willst du sagen? Nee, schon angemessen, so einen südaventurischen, wie nennt man sowas? Er kriegt ein Fäß. Ein teurer Hut, kein Fäß. So ein Conquistadoris oder was? Genau, ein Eroberer. Ein breitkämpigen schwarzen Hut mit einer weißen mit Straußenfeder. Feder. Okay. Und würde dann auf Sulamins, ich weiß nicht, wie lange er braucht, aber würde ich da mal reingehen. Und, Stunden. Ich würde auf jeden Fall noch reingucken. Kommt ihr zurecht, Kapitane? Aber ja, wir kommen klar. Dann gehe ich zum Schiff zurück. Ihr schafft allein zurück zum Schiff? Ja, sicher. Ich habe ja auch Begleitung dabei und sie nickt ihrem Dukatengardisten zu. Ah, wir sehen uns dann heute Abend. Natürlich. Der verdreht nur die Augen. Gut, Boltax, machen wir bei dir weiter. Genau, ich würde, nachdem wir von dem Chortempel kommen und Rafim mit den Leuten abgezogen ist. Also deine Post kannst du schon abgegeben haben bei den Reitern. Das würde ich im Vorfeld schon hätte ich gedacht, beim Vorbeigehen bei den Reitern einmal in Auftrag geben. Für Selindian Hal und für Rondrigan Paligan, korrekt? Ganz genau. Jeweils einen Armreif vom Kaiserraul, den ihr von der kleinen, wie hieß sie? Die kleine Nekromantin. Morgwin. Die ich gemessert hatte. Die kleine Morgwin, die Nekromantin, woher auch immer sie diese Reifen hat. Ja, es ist ja jetzt egal. Jetzt, gemeinsam mit deinen Briefen. Richtig. Gut. Genau. Das hast du schon erledigt. Und dann würde ich mit Rafim zurück zum Schiff gehen, denn ich habe jetzt nicht viel vor. Ich möchte mir natürlich unterwegs vielleicht noch einen Turban kaufen, weil ich Turbane sehr schick finde. Mhm. Und ich würde dann auch einen für Rafim mitnehmen, weil ich dem ja versprochen habe, einen zu kaufen dafür, dass er mir hilft. Dann ist er noch größer. In ganz schlechtem Thulamidia, weil ich ja nur 2 oder 3 Worte spreche, eher mit Händen und Füßen verhandeln. Aber ich würde handeln. Gut, dann gib auch du mir mal eine Falschenprobe. Du wirst natürlich vollkommen über den Tisch gezogen. Startpreise sind 200%. Weil das ist überreden, oder? Überreden, falschen, genau. Ja, ich habe die Talentspezialisierung jetzt nicht. Also ja, ist ganz sind plus überreden. 2. Wenn du eine Hälfte hast. Wie ist der Erschwernis für das Nicht-Kennen Alter. Der Sprache? Ja. Also ich gebe dir dann eine schmackige... Ich würfel da mal gegen. Weil es ist halt auch eine falsche Probe von ihm. Puh. Also ich ziehe dir auf alle Fälle mal die fehlende Sprache mit
5 Punkten ab und Tulamidia, Kulturkunde Tulamiden. Ja, habe ich auch nicht. Auch nochmal 5, sind 10 Punkte, die dir fehlen, aber das reicht. Also du kriegst ihn auf die originalen 100%, kriegst ihn runtergehandelt und da bezahlst du halt den vernünftigen Preis, der eben nicht den Zwerg abzieht. Ich stelle mir vor, dass es einfach eine pure Sturheit ist, weil er es nicht versteht. Der Typ versucht aber, ihn hochzuhandeln, und Boltax guckt einfach auf die drei Edelsteine auf dem Tresen und sagt, was? Nimm das. Das reicht. 1, 2, 3. Turban. Und ein paar Preios. Nix dran. Viele Kinder. 1, 2. Wo? Ich sehe keine Kinder. 1, 2, 3. Kinder müssen arbeiten. Kinder arbeiten. Viel arbeiten. Arme Familie. Ach komm, nimmt. Dann schmeißt er dir die Turban ins Gesicht und streicht sich die Dukaten ein und läuft damit mit hochrotem Kopf rum und meckert auf Tulamidia und tritt so eine Wasserpfeife um und. Oh, ein netter Mann. Komm, Rafim, wir gehen weiter. Ja, Gott sei Dank. Es war auch sehr sinnvoll, dass wir hier mit fast 150 Mann darauf gewartet haben, dass du Turbane kaufst. Oh, ich wollte euch nicht zur Last fallen. Ich habe einen Turban für euch mitgekauft, Rafim. Hier, bitte. Na ja, dann. Ja. Und entsprechend der Kopta-Tradition würde ich mir dann ganz stolz diesen Turban aufsetzen und mich richtig toll fühlen. Ja, dir fehlt natürlich noch das Kopter-Zepter, ne? Das ist ja viel wichtiger. Aber so kannst du dann wieder an Bord der noch Drachentöter gehen, die bald ihren Namen verliert.